Als nächstes bitte ich Game Over 21 auf die Bühne. Und zwar Niklas und Jonas. Ja. Da kommen sie schon, ich sehe sie schon. Die drei. Genau, wir hatten ja eben schon mal erwähnt, wir haben einen Gaming-Fokus. Und wir sind ganz stolz, dass viele coole Projekte umgesetzt wurden, die auch Games-Charakter haben oder sich mit Virtual Reality beschäftigen. Und genauso tut das auch das kommende Projekt. Und wir glauben nämlich, dass Virtual Reality auch dazu beitragen kann, dass man sich neue Welten erschließen kann, die vielleicht sonst nicht für jeden erlebbar wären. Und wie das genau passiert, erklären euch die beiden jetzt. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Wir haben ein Spiel entwickelt für die Oculus Rift im Prinzip, was man aber auch ohne die Oculus Rift spielen kann. Unser Fokus auf dem Spiel war eigentlich, dass wir ein Spiel entwickeln, was in Syrien spielt, um den Leuten zu zeigen, wie es da wirklich ist. Allerdings sind wir nicht so weit gekommen und haben erstmal ein paar andere Level gemacht. Ja, genau. Wir haben uns halt überlegt, dass die Medien sagen heutzutage, ja die Einwanderer, die kommen über die Grenzen, dies und das, aber die zeigen nicht, wie sie über ihre eigene Grenze kommen müssen und aus ihrem Land auswandern, weil da ziemlich viel Armut und sowas herrscht. Und wir möchten jetzt auch nicht sowas machen wie ein Simulator, How to Syrian Guy oder sowas, sondern wie es wirklich da ist. Und mit Virtual Reality kann man das ja auch ein bisschen besser dann verstehen und nachvollziehen, weil man das ja dann teilweise selber miterlebt. Und wir hatten jetzt zwar ein paar Fehler, aber ich habe da zu Hause noch ein paar Dateien, aber die bringen mir jetzt gar nichts gerade leider. Ansonsten, wenn man das kurz zeigen kann? Mhm. Ja. So sieht das dann in etwa aus. Also das ist jetzt mit Unity gemacht, das haben wir selber modelliert. Da kann man halt durchgehen, da kommen dann, also wenn man da rausgeht, sieht man überall Sterne, von da aus sieht man nur den doofen Horizont, einfach nur weiß. Dann gibt es halt noch ein paar Raumschiffe, die man sich dann nehmen kann, das war jetzt, also mit denen kann man fliegen, bis jetzt bewegen die sich einfach nur selbstständig, was dann ein bisschen crazy aussieht, aber sonst ist eigentlich, also das Spiel könnte man theoretisch jetzt schon spielen, wir haben es auch ausprobiert mit der Oculus Rift, hat einwandfrei funktioniert. Und das nächste, was wir machen würden, was wir eigentlich schon haben, ist ein Startmenü. Nur funktioniert das nicht so gut. Es gibt halt Standeinstellungen, wie zum Beispiel die Auflösung oder wie gut die Qualität ist. Das kann man jetzt schon einstellen, aber das ist dann auch nur so, ja, statt 10.000 Partikel wird einer gezeigt und das ist jetzt nicht wirklich relevant. Vielen Dank.